Civil engineering know-how means integrated engineering solutions. For example, with comprehensive services and innovative tools for optimized project planning from the very first development processes. Civil engineering know-how means planning reliability with the help of a wide range of in-house skills, from project management to BIM and lean construction to technical design. Civil engineering know-how also means special solutions. For example, with the largest inner city ground freezing in Europe for a stable construction site in sandy ground. Genau an dieser Stelle hatten wir den Eiskörper von 28.000 Kubikmeter, 30 Meter unter Gelände. Diesen Eiskörper haben wir gebraucht, um den Boden zu stabilisieren, um letztlich in diesem Eis den Bahnhof Museumsinsel bauen zu können. Zwei Verfahren haben wir als Implenia hierfür entwickelt. Das eine war die sogenannte Bohrpresstechnik, die Steuerung der Bohrpresstechnik, um letztlich über 105 Meter Länge diese Bohrung maßgenau absetzen zu können. Und das zweite war die Messtechnik. Wir hatten 2000 Messfühler im Boden, jeweils IP überwacht, mit denen wir in der Lage waren, diesen Eiskörper in der Dimensionierung und der Temperatur zu überwachen. Und das genau zeichnet uns aus. So beherrschen wir nicht nur den konventionellen Vortrieb, sondern decken das gesamte Portfolio ab, das es braucht, um solche Projekte erfolgreich realisieren zu können. To achieve this, both a broad and a detailed view are needed, with every kind of specialized knowledge and skill. As in Varberg, Sweden, or now with the A7 tunnel Altona that has just been acquired, numerous optimizations could be identified thanks to successful coordination in over 30 consultations, cutting both costs and risks for everyone involved in the project. Jedes Infrastrukturprojekt ist einzigartig und hat seine ganz eigenen technischen und logistischen Herausforderungen. Das heißt, wir denken und planen jedes Projekt von Neuem. Je früher wir in diesen Prozess eingebunden sind, umso besser, weil wir dann die Ausführung bereits in der Angebotsphase planen und so frühzeitig Optimierungspotenziale erkennen und realisieren können. Mehr als 100 Jahre Erfahrung im Civil Engineering und Referenzen wie der Gotthardtunnel sprechen für uns.